Oh, moin moin meine Leute, heute wieder Skorpedos in freier Wildbahn. Heute ein bisschen OKF durch Rheinberg. Und heute habe ich eigentlich mal ein heute habe ich ein aktuelles Thema, was Rheinberg betrifft. Und zwar wurden hier solche Betonfiguren, die sich Alltagsmenschen überall im Rheinberg schön hingestellt. Da hat sich, ich sage jetzt mal ein Künstler, ja, ist ja Kunst, Mühe mitgemacht. Ich weiß jetzt nicht den Sinn und Zweck dahinter, aber es sieht einfach schön aus. Ich kenne das aus meiner Heimatstadt Strahlen. Da wird das auch gemacht und sieht einfach schön aus. Und die wurden hier auch überall in Rheinberg verteilt. Und die nennen sich Alltagsmenschen. Dann hast du da manchmal so Bauarbeiter dabei. Dann war da, glaube ich, auch irgendwo ein Fotograf, habe ich gesehen. Und mal gucken, werden wir ja gleich sehen, denke ich mal. Ich denke mal, dann den einen oder anderen werden wir bestimmt vorbeikommen. Und gestern und vorgestern, ich weiß gar nicht, ob die Figuren schon erst einen Tag standen oder 2 Tage. Auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit wurden ganz viele von diesen Figuren absichtlich zerstört und umgeschmissen. Und dann denke ich mir, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Was soll die Scheiße? Habt ihr so viel Langeweile? Oder habt ihr so viel Frust und seid ihr so unzufrieden mit eurem Leben, dass man, sei es fremdes Eigentum oder Sachen aus der Öffentlichkeit, zerstören muss? Was soll die Scheiße? Da sind Menschen, und das kostet ja auch noch verdammt viel Geld, auch wenn das nur Beton ist, ne? Aber da sind dann Leute, das ist vielleicht auch deren, weiß ich nicht, Lebenswerk, aber auf jeden Fall ist das auch irgendwo Arbeit, die gemacht wird, mühsam da so eine Figur so oder Beton so hinzurichten, dass es menschlich aussieht, dann noch die Dekoration, das Lackieren oder Malen oder wie das alles gemacht wird und die ganze Idee dahinter, quasi so eine öffentliche Ausstellung zu organisieren und wertet natürlich auch gewisse Teile oder gewisse Bereiche in einer Stadt auf, meiner Meinung nach zumindest. Also ich finde das schön. Ja, und dann siehst du in Facebook und in Nachrichten oder Rheinische Post, ja, Vandalismus in Rheinberg, die ganzen Alltagsmenschen oder viele zumindest wurden zerstört. Das ist ja noch nicht mal alles. Eine Nacht später werden hier in Rheinberg Motorräder angezündet. Oder ich weiß nicht, also ich weiß auf jeden Fall von einem Motorrad. Was soll die Scheiße denn bitte? Also was soll die Scheiße? Seid ihr sowas von behindert in eurem Kopf? Also ich kann das nicht verstehen, warum man so eine Kacke machen muss. Vor allen Dingen fremdes Eigentum zu zerstören. Also egal, ob das öffentlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, egal, ob das jetzt öffentlich irgendwo rumsteht oder der Stadt gehört oder jemanden privat wie Motorräder oder Fahrzeuge allgemein. Hier zum Beispiel, da hinten standen auch Figuren, die wurden umgeschmissen und ins Wasser irgendwie, ich weiß nicht wie, die müssen noch mega viel wiegen. Aber hier in unserem Stadtpark, die wurden kaputt gemacht. Ja, warum fährt die mitten auf der Straße? Läuft bei dir? Da haben wir so ein paar Alltagsmenschen, ne, sag ich so, ein paar Bauarbeiter. Ich sag mal so, in den letzten 5 Jahren ist hier so viel. Es ist der Vandalismus und die Aggressivität in unserer kleinen Stadt hier extrem gestiegen, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, ob wöchentlich, aber wirklich in regelmäßigen Abständen hörst du, Autos sind zerkratzt, Reifen aufgestochen. Gut, sowas passiert eigentlich überall, aber es sind eigentlich in den Vorkommnissen, in der Häufigkeit eher in Großstädten. Und Rheinberg ist für mich, als gebürtiger Duisburger, ist für mich Rheinberg ein Dorf. Ja, also warum muss hier so viel kaputt gemacht werden? Was soll denn der Schwachsinn? Oh, da haben wir auch. Was ist das denn? Ja, ist das so ein Karnevalist oder, ich weiß nicht genau, von Karneval oder Schützenverein, irgendwie sowas, so ein Clownstyp da. Ja. Habe ich nicht so viel Ahnung von. Aber gut, der lacht zum Glück schon da. Ich glaube, der wird schwieriger ein bisschen sein, den wegzuheben. Wa? Aber trotz alledem, warum muss sowas denn zerstört werden? Aber das ist auch so ein Johnny. Guck mal, wie gemütlich der da guckt mit seinem Bäuchlein. Und dann habe ich gelesen, jetzt ist das ja wohl in Moers jetzt auch passiert. In Moers stehen auch diese Figuren rum und da fangen sie auch an, die zu demolieren. Und ich denke mir, was soll das? Ah, guck mal hier auf dem Marktplatz. Das ist richtig schön gemacht. Komm, halten wir mal an. Ich parke hier einfach mal.
ich kann mir gar nicht vorstellen, wann ich hier das letzte Mal auf dem Marktplatz war. So. Ah, guck dir das mal an, da haben sie die ganzen Figuren an so einem Tisch gesetzt. Auch nicht schlecht. Da muss man mal sehen, was das auch für eine Arbeit ist. Ja, und da hinten stehen auch noch so ein paar Eierköpfe. Also von hier aus der Ferne sehen die aus wie Politiker mit Partyhüte. Und komm, gehen wir mal gucken. Ist zwar arschheiß. Oh, das ist schön. Kann ich heute Wie geil sehen die denn aus? Komm, wie groß die sind, ey. Ja, die sind gar nicht so. Ich glaube, die sind. Cool. Die mit ihren Partyhüten. Politiker mit Partyhüten. Ja, ach, da hinten habe ich auch noch einen gesehen. Fahren wir gleich dran vorbei. Aber die sind wohl überall hier in der Stadt verteilt. Boah, ich bin völlig außer Atem. Boah, ich würde jetzt so gern durch das Wasser fahren, ey. Ah, siehst du, hier stehen auch noch so ein paar. Ja. Ach, da oben sogar auch. Hier am Unterberggebäude oder was das hier nochmal ist. Krass. Ah, hier mein Friseur. Hier gehe ich gerne zum Friseur. Macht Haare immer super, macht den Bart super. Letzte Woche war ich da, hat er mir sogar wachsende Ohren gestopft und rausgezogen. Ich dachte mir, gleich ist vorbei. Der reißt mir die Ohren ab. Ah, guck mal. Ja, echt, die Figuren stehen überall. Ja, ich weiß, dass den Stadtpark, die wurden jetzt zerstört. Und noch irgendwo hier im Rheinberg. Bilder habe ich mir von Facebook einfach mal runtergespeichert. Die werde ich dann im Laufe des Videos wahrscheinlich eingeblendet haben. Der Schaden waren 40.000 Euro, meine ich gelesen zu haben. Stand das so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Stange Geld. Und selbst wenn es nur 1.000 Euro wären, spielt ja keine Rolle. Ist es nicht deins, dann lass auch die Finger davon. Erfreue dich an dem Anblick, mach Fotos davon, hab deinen Spaß damit und mehr doch aber auch nicht. Rheinberg ist im Grunde genommen eine richtig schöne kleine Stadt. So mit den ganzen Nebenorten und so. Und ich finde doch, dass in Rheinberg in den letzten Monaten, eigentlich in den letzten Jahren schon, so viele negative Dinge passieren. So viele Randalierer oder was war denn hier? War das letztes Jahr? Irgendwelche Massenschlägerei auch hier im Stadtpark da, wo ich vorhin eben vorbeigefahren bin, wo ich sagte, die Figuren wurden da zerstört. Muss das alles immer so ausarten? Ich glaube, ich muss mal wirklich mit meiner Kamera auch hier hinkommen. Ich fotografiere ja auch. Naja, habe ich ja schon mal gesagt, durch die Fotografie bin ich überhaupt auf Motovlogs aufmerksam geworden oder zu sagen, das möchte ich machen. Und solange die Figuren noch stehen und solange die keiner kaputt macht, glaube ich, muss ich hier jetzt die Tage mal hin. Am besten gegen Abend, das hat die beste Stimmung. Und mal Fotos davon machen. Apropos, da könnt ihr mir gerne mal folgen. Ich habe auf Instagram einen Account, dann heiße ich marzo.art. Blende ich jetzt mal ein. Und wer mir auf Instagram auf meiner Scorpedius-Seite auch noch nicht folgt, bei Instagram, Scorpedius steht jetzt hier irgendwo, ich weiß gar nicht. Muss ich noch gucken, wie ich das einblende. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Bitte da mal folgen, weil manchmal haue ich dann da in den Instagram, ist nicht so häufig. Ne, wie man das für. Oh, sogar ein Hundi dabei. Ist nicht so häufig, aber da haue ich dann schon mal, wenn ich dann mal ein Video schneide oder so, ein paar Infos rein oder mal auch ein paar Bilder. Wenn ich wieder mit meiner Kamera auf dem Motorrad unterwegs war, dann mache ich auch schon mal ein paar Bilder. Das ist auch so sinnlos. Rheinberg, bitte, warum ist hier 30? Was soll der Schwachsinn? Also, da kann ich nicht verstehen. Und wegen Lautstärke kann ich das auch nicht verstehen. Und die fahren dann hier im ersten und zweiten Gang lang und lassen dann schön hinten den Auspuff knallen. Und das geht nämlich auch mit 30 km/h. Also,
Also das zieht nicht, ganz ehrlich. Ah ja, fahre ich hier schon wieder lang, Kappa. Hey, guck die. Meine Fresse, krieg gleich einen Anfall, ey. Na gut, Hatz hat noch früh genug gesehen und sich entschuldigt. Aber trotzdem, ne, wenn ich jetzt nicht aufgepasst hätte, oder wäre ich vielleicht jetzt ein paar Kamerchen zu schnell gefahren und sie hätte nicht früh genug reagiert, ey, dann hätte er richtig geknallt, dann wäre ich geflogen wie Spider-Man, ach, wie Superman. Dann sage ich mal, bis irgendwann demnächst. Ich weiß noch nicht wann, aber es wird irgendwann auch wieder was kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Video von zu Hause aus meinem neuen Keller quasi kommt, weil ich wollte ja mal mein Equipment zeigen, mein Kamerahelm und alles, wie ich das gemacht habe. Vielleicht wird das nächste Thema, da weiß ich noch nicht genau, aber dann sage ich mal bis demnächst und halte die Ohren steil. Und bitte keine Figuren kaputt machen. Okay, alles klar, dann haut rein, Leute. Tschüss.